Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Ultimate Team. Ultimate Team. Heute lassen wir Iniesta spielen und Ronaldo. Einfach, weil wir es können. Nein. Ich meine, was soll ich mit den Karten jetzt machen? Ich kann sie eh nicht benutzen. Und dann lassen wir die einfach jetzt mal spielen, dass sie ein bisschen Spielpraxis bekommen. Spaß an der Freude. Fürs LP kann man es ja mal machen. Hol dir die Belohnung. Alles klar. Aber jetzt nicht. Eben 3-0 verspielt bei Squad Challenge. Egal, ob es auf Weltklasse ist und auch 3-6-3 verloren. Das war so peinlich. Aber zweite Halbzeit ging nichts mehr. Ich hatte da dicke Chancen auf 4-0. 3 vergeigt. Und auf einmal hat die KI so angezogen. Es ging nichts mehr. Es ging wirklich nichts mehr. Jetzt warten wir hier auf den Gegner. Ist nicht abgestürzt. Es sind einfach keine da. Warten, warten, warten. Gibt es diese Weekend Challenge da? Dieses. Wie heißt denn da, wo man dann in die Dingens rein kann? Da so ein Turnier. Dann kann ich das wenigstens zeigen. Bronze, oder? Silber, können wir uns mal angucken, ob wir was Geiles kriegen. Das brauchen wir. Das können wir mal nehmen. Und das weg. Ja. Dann wurde mir gesagt. Transfer. Verbrauchsobjekt. Chemistry Style. Genau. Wie war das? Ich hab's vergessen. Hab's mir aber aufgeschrieben. Sturm, Hunter, Mittelfeld, Katalyst, Abwehr, Shadow. Mittlerweile gibt's 1000 Sachen mehr. Wow, also Hunter 4000 ist eine Marke. Sollte man wirklich dann nur tun, wenn man wirklich sagt, das ist mein Stürmer, den behalte ich. Gut, jetzt bei Gomez ist es natürlich so, können wir ihn nicht mehr verkaufen. Und die anderen zwei, die ich gesagt habe, sehe ich noch nicht mal. Basic ist alles. Super. Shadow, das war Abwehr. Boah, ist das alles teuer. Im Mittelfeld. Wow. Werden wir aber nach und nach alles ausrüsten. Jetzt nicht. Keine Kohle dafür. Hier ist das, was ich meinte. Daily Knockout. Erstmal gucken, ob wir vielleicht jetzt jemanden finden,
Und dann würde ich sagen, wenn wir jetzt wieder ein bisschen Kohle beisammen haben, machen wir wirklich nach und nach uns die Sachen da unten drauf. Robben hat Artist zum Beispiel. Könnten wir jetzt erstmal lassen. Die anderen haben Basic, das wäre jetzt dann wichtiger. Unser Tormann hat zum Beispiel auch schon eins. Das ist gut, das ist gut. Weil jedes, was wir drauf haben, ist gut. Reparieren Tolisso werden natürlich schmerzlich vermisst. Wir finden keinen Gegner. Lass uns mal probieren mit Foot Champions. Nationalitäten, genau einen Staat. Willst du mich verarschen? Okay, das war's mit der Foot Champions. Hier würde ich gerne mal mitspielen, Footdraft, aber 15.000 sind natürlich in der Marke. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur das Squad. Machen wir jetzt das Squad. Ihr seht's, ich spiele mittlerweile auf Weltklasse. Also so ein bisschen verbessert habe ich mich. Wenn wir jetzt natürlich wieder mir vorhalten will, 3-0 verspielt, 6-3 verloren. Das letzte Spiel. Es war aber auch keine Fitness mehr und es war schlecht verteidigt. Es kann nur besser werden, ne? Nase schon wieder zu. Ibrahimovic. 88 Stärke, obwohl er ja eigentlich seine Karriere zwischendurch. 2011 wurde es das war schon Allianz fast ein Stadium Karriereende. Ist Turin aber ja jetzt wieder zurückgekommen. Ich find's geil. Die neue Heimspielstätte von Juventus Turin und auch, dass seither Juve ihn dann die Mannschaft hier schon gesagt einige hat, Erfolge auch wenn feiert. es 2 Monate gedauert hat, Da die wenn du Abblendung so wie der zurückkommst, Gastgeber heute starben. dann setzen Kurzer wir Blick auf mal auf dich. die taktischen Formationen Und geschehen. Ja, haben da sie ja sind wir bei wirklich, sie Ihnen haben ihn ja heute auch für die Champions League 4-3-3, nominiert. drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel geht. Glaube ich zumindest. Özil. Und Schön dazwischen hat er gegangen, jetzt auch sein Debüt Ballverlust. gegeben, die ersten 13 Minuten. Das könnte die Chance werden. Im Endeffekt, meine 5 Minuten Nachspielzeit, hat er schon fast Der 20 Minuten Ballverlust, wieder keine gute gespielt. Aktion. Hat sogar einen Torschuss gehabt, war nicht drin, aber egal. Einfach mal wieder ihn auf dem Platz zu sehen, das ist geil. Also das ist wirklich geil. Vor allem muss man sich vorstellen, Gabriel Jesus. Kreuzbandriss, andere brauchen da Mesut Özil. über ein Jahr Und jetzt und er Coutinho. nach 7 Monaten steht er wieder auf dem Platz. Jetzt die Gelegenheit. Boah. Mats Hummels macht zu. Ist natürlich auch gefährlich, weil wenn jetzt das Ding nicht 100% verheilt ist und irgendwas Und passiert, Robben treibt den dann Ball nach ist vorne. es vorbei. Boah, Robben. Also ich habe immer noch kein Özil. Robben-Tor gemacht. Ich hoffe, es passiert Ibrahimovic. jetzt. Gute Oh, Ballführung. Das wie wäre ist der jetzt schnell? Alleine machen. Ist Hummels Gabriel langsam? Jesus. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene. Eine tolle Parade. Boah, Hummels. Es gibt Eckstoß. Mesut Özil führt aus. Ecke Ein getreten. bisschen Übergeht dann aber lahm auf der sicher. Krücke. Faustet diese Ecke erstmal weg. Er pfeift sie zurück. Es gibt Abseits. Schmelzer. Super dazwischen gegangen. Ich habe Ibrahimovic. immer noch nicht Karriere Özil mit der aufgenommen. Riesenchance. Guter Versuch, aber kein Tor. Auch Es nicht sah die Folgen, die ich hatte, vielversprechend schon aus, aber es fehlen hochgeladen. die entscheidenden Zentimeter. Ist natürlich blöd, weil wir spielen noch 3 Sessions. Mario Wir wollen Gomez ja auch aber. steigen in die erste Liga und da Fängt eine diesen Session Ball ab. spielen. Das heißt, es sind noch über 100 Jetzt könnte es Spiele. gefährlich werden. Das wird mega. Und da ist der Ball wieder weg. Wir machen aber dann so eine Session. Liga 3, Session 1, Schwach Liga hier vor 2, Gomez. Session 1, Liga 1, Session 1.
Nun Thiago. Iniesta. Er gibt Freistoß, klar. Iniesta. Und jetzt kriegt der Schattenmann vorbei, ist demnächst. Dann wird es auch in der Szene muss mehr er wieder geben. Einsatz war zu hart. Jetzt nicht noch ein Verletzter, oder? Wir haben schon zwei. Also jetzt noch ein dritter Verletzter wäre bei der Enge des Kaders. Abgefangen, gut gemacht. Problematisch, weil schon zwei problematisch werden. Wir haben ja schon zwei Leitspieler drin. Ne? Ist natürlich jetzt geil, dass wir Ronaldo verheizen gegen ein Computerteam, aber egal. Es ist mir jetzt einfach egal. Top-Clubs aus Europa spielen dürfen. Chelsea, Real Madrid, die Bayern sind natürlich beeindruckend und in der Nationalelf der Niederlande gehört er ja auch zu den Topstars. Özil. Trotzdem hat sich die Niederlande wieder nicht qualifiziert für die WM, genauso wie Italien. Mesut Özil. Guter Steilpass. Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft. Boah, ich krieg gerade so einen Hassanfall. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Der so blöd verteidigt, obwohl ich hier ständig im Vorwärtsgang bin, habe ich natürlich auch noch keine Chance herausgespielt. Das ist eine gute Position. Thierry, gut. Die gibt es vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Ja, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Schön, dass ich zum Gegner spiele. Und nun Ibrahimovic. Jetzt Willian. William mit dem Ball. Hä, was macht der da? Und jetzt Coutinho. Zlatan Ibrahimovic. Gabriel Jesus. Ecke durch Mesut Özil. Özil führt aus. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan. William. Der bleibt aber auch immer am Ball. Das ist gute Aktion. Irgendwie immer nur bei mir. Hä? Schiri! Das wäre nicht mal ein Foul gewesen. Da kam gar kein Pfiff. Oder die jetzt Ronaldo am Ball. Anzeige. Alter, willst du mich verarschen? Willian. Wird's jetzt Özil. Steilpass. Sucht natürlich Gabriel. Natürlich, unser Team ist jetzt stärker, das ist natürlich als das wir jetzt vorher hatten mit den Dream-Wochen-Squads, oder wie die auch immer heißen. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Aber sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Gut zu langsam. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal. Alter, Ibrahimovic. Und ein guter Abschluss. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. War leider geil. Hier ohne große Probleme. Der Ball kommt wieder nicht durch. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ich weiß nicht, bei und den spielt diesen vier Spielen, wenn du ein Spiel verlierst, verlierst du das nächste da meistens auch, weil der Gegner dann ganz anders oder wenn der Gegner das erste Tor geschossen hat, dann haben die ganz andere Präsenz auf einmal. Total merkwürdig. Mehr als 80.000 Zuschauer waren mit dabei. Robin. 2009 bei Real Madrid. Offiziell. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Stimmt, wir haben ja Ronaldo da draußen. Müsste mal was kommen über ihn. Im Moment ist es so, ich weiß nicht, ob es ein System liegt. Unsere Außen hängen für mich etwas in der Luft. Es müsste vielmehr auch Aktionen von Ribéry und Robben geben. Mario Gomez. Jetzt Ronaldo. Schön. Hässlich. Mesut Özil am Ball. Trick war gut. Sehr hat nur nichts gebracht. Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Super durchgesetzt. Özil, Steilpass. Ball kommt zu Willian. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Özil. Ein Angriff noch. Ball kommt von Özil. Anschlusstreffer wäre so wichtig. Ecke getreten von Özil. Und sie wird sie es eng. Willian. Nein! So, was machen Sie draus? Alter! Jesus. Zweimal am Ball vorbeigelaufen. Oh, schwach! Ah ja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich.
Iniesta. Iniesta, Gomez. Superpass. Nein! Da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Das war's. Gute erste Hälfte. Null Torschüsse. Jetzt geht's weiter. Ibrahimovic, zweifacher Torschütze. Drecksack. Slatanisiert nennt man das. Also Slatan nennt das so. Ja, das ist... Ich nehme den Ball ab und er hat den Ball. Das finde ich so affig. Das ist nur bei mir irgendwie so. Egal ob es Computer ist oder eben online. Der Gegner ist dann einfach durch und jetzt verliert den Ball. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Özil. Jetzt können sie vielleicht kontern. Özil, Steilpass. Jetzt wollte ich auf Abseits spielen. Ibrahimovic. Alter. Ah, da können sie nicht entscheidend klären. Und nun Ronaldo. Robben am Ball. Gomez. Nein. Gutes Stellungsspiel. Und Ronaldo, was macht er da so weit hinten? Ibrahimovic jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ibrahimovic ist alles gefährlich im Moment. Ronaldo, was macht er hier hinten? Geh doch nach vorne, Mann. Oh, ich springe gleich auf toller Angriff. Die Führung haben sie auch aber geh nach vorne. Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Da ist der Bender. Ball weg. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Iniesta, der muss aber sitzen. Iniesta. Nein. Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Er sitzt nicht. Iniesta. Wieder Ball gewinnt. Ja, so kennen wir Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo kommt. Ronaldo zieht. Nee, der Ball geht da. Halbe Stunde noch. Das kann er definitiv besser. Ich dachte, jetzt kommt so ein Dunsthammer. Aber das war eher der Ronaldo, der aus der Primera Division gerade ist. Der wartet ja jetzt. Heute ist der 21.11. seit dem 14.10. das über einen Monat auf ein Tor. Das muss man sich mal vorstellen. Cristiano Ronaldo. Sowas gab es noch nie. Messi hatte ja auch mal sowas, aber nicht so lange. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Wow. Marie! Ja! Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, Sokrates. Aber egal, Hauptsache der ist ein Bär. Der ist ein richtiges Bär. Richtiges Bär. Robben. Stark. Stark. Stark, jetzt Ronaldo. Oh, falsche Richtung wieder mal gedreht. Nein. Ronaldo mit dem Ball. Da kann er ihn stoppen. David Luiz, pass auf. Genau, da wollte ich hinspielen. Der Kopf verlängert. Robben. Ach, warum geht er denn nicht zum Ball? Weg ist der Ball? War das nicht Müller, der nicht zum Ball gegangen ist? Kleiner Drecksack. Bernardo Silva. Ronaldo geht jetzt in den Sturm. Und Werner kommt für Gomez, der heute ein bisschen neben der Spur ist. Im letzten Spiel hat er getroffen, wie sonst was. Ronaldo wird ja wohl auch im Sturm spielen können. Und jetzt Coutinho. Coutinho! Mit dem Ball hat er gar keinen. Mann! Sein Ball. Gabriel Jesus. Jetzt kommt der Schuss! Alter! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Selbst ausgenockt. Der neue Spielstand. Das passiert mir so häufig. 3:1. So ein dummer Fehlpass und schon ist alles umsonst. Gut gemacht, der hat den Ronaldo hängt genauso in der Luft wie die anderen. Das finde ich halt kacke, so ein Ronaldo, wenn der alleine da vorne ist, müsste es einfach abgehen. Aber bei mir geht es nicht ab. Wenn der Gegner jetzt so ein Ronaldo hätte, dann würde es wahrscheinlich abgehen. Da passt auf! Coutinho jetzt am Ball. Ärgerlich.
Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Bernardo. Özil. Gute Aktion. Der muss doch sitzen. Das Viertelstunde. Doch das heißt, der Angriff muss jetzt sitzen. Unglaublich. Was für eine Chance. Was für eine Riesenchance. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Ronaldo am Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Alter, der Ball kommt nicht durch. Hierhin, aber jetzt haben sie den Ball. Willst du mich jetzt verarschen? Sieht nicht ungefähr. Da war noch nicht mal einer in der Nähe vor mir und der hat den Ball abgewehrt. Das war einfach. Der kommt auch wieder nicht durch. Also da ist so viel Platz, also auf dem Feld, das wären jetzt 5 Meter oder so. Pass auf Ibrahimovic. Das wären wirklich 5 Meter jetzt, wo der alleine steht. Und die kriegen es nicht gebacken, den Pass hinzukriegen. Ecke getreten von Özil. Da ist die Szene vorbei. Ach, Mann, ey. Und er bolzt den Ball einfach weg. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ronaldo hat mir wieder nichts gebracht. Modric. Zlatan Ibrahimovic. Hat vibriert, komisch, 800er nun. Gehe ich jetzt gar nicht dran. Schade, kein Tor. Super gemacht, ganz präzise, aber dann fehlt Zentimeter. Nein! Wie oft passiert mir dieser Mist? Was für ein Tor! Und genau dafür wurde er eingewechselt. Er macht sein Tor. Klasse Aufbauspiel und das Tor dann fast folgerichtig. Wie oft passiert mir das? Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Was macht Ronaldo jetzt? Und er gewinnt den Zweikampf. Ja gut, das war's ja dann. Zweite Niederlage. Mit dem Sieg wäre ich jetzt in Gold 1 gewesen. So nicht. Hereingabe auf Ibrahimovic. Klasse vom Torwart. Er pariert diesen Kopfball. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Mesut Özil mit dem Vorstoß. Bernardo. Mesut Özil mit dem Vorstoß. Luka Modric. Coutinho mit der Riesenchance. 5-1. Gehalten. Boah, starke Parade. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Und direkt die nächste Ecke. Özil führt aus. Szene geht weiter. Und nun Ronaldo. Es ging nichts. Es geht nichts. Jo, das war's für diesen Part. Ich bin bei 381. Scheiße. 600 Punkte haben gefehlt für Elite 3. Also wir sind aber gut dabei. Morgen 2-3 Siege und ich bin zufrieden. In diesem Sinne.